Ja, ihr willkommen. Mein Name ist Aniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Dragon Ball Xenoverse. In der letzten Folge haben wir so die letzten Parallelquests abgeschlossen, die wir noch machen konnten. Und jetzt machen wir in den nächsten 10 Minuten Krillins Training weiter. Das dürfte ja nicht so schwer sein. Ja. Ich hoffe, du bist bereit, weil es beim nächsten Training einen echten Kampf gibt. Ich habe meine Beziehung spielen lassen und die haben Schuhe und Händchen an, werden dir helfen. Du kannst mit Meistern den Kampf der Kampfkunst trainieren. Sei dankbar. Jetzt geht 2 gegen 2. Du kämpfst gegen zusammen mit Yamshu. Ja, super. Wenn deine oder Yamshus Gesundheit gering ist, verliert ihr. Vorsicht. Du nutzt bei niedriger Gesundheit eine Energiekapsel S zum Heilen. Nach dem Training werde ich dir meine beste Fähigkeit beibringen. Destructuralist. Kiensan. Okay. Ja, ich habe 10 Minuten gesagt, weil das dürfte ja jetzt 10 Minuten dauern, das Training. Obwohl das Krillin-Training, das dürfte sowieso nicht so schwer sein. Und wahrscheinlich werde ich dann das Training von einem anderen Meister hier entweder direkt dranhängen oder ich werde dann direkt 2 Parts hochladen, weil dann ich jedes Mal 10 Minuten aufnehme. Ich weiß noch nicht, wie ich das regeln werde. Ja, Meister. Und schon vorbei. Sehr gut. Genau. Wow. Da sind natürlich Set. Da geht's schnell. Ja, ich will natürlich noch alle Meister hier machen, deswegen, wenn wir Krillins Training hier abgeschlossen haben, werde ich wahrscheinlich das Training von irgendjemand anderen hier noch dranhängen direkt. Geschafft, sie waren beide sehr beeindruckt von deinen Fortschritten. Aber wenn dir nichts darauf ein, dann vernachlässigt man nur sein Training. Okay, Zeit, dir eine neue Fähigkeit beizubringen, die Destructuralist ist. Du bist ein aus Ki. Sie peilt den Feind an und sorgt für leicht Treffer. Ich weiß, dass du eher praktisch verschlagen bist, also probier es doch einfach mal aus. Ich trainiere dich weiter, wenn du stärker bist. Trainiere nur alleine. Ich warte auf deine Rückkehr. Bams. Kennst du Sensobohnen? Sie machen dich satt, wenn du Hunger hast und können jede Verletzung sofort heilen. Sie haben mir schon ein paar Mal das Leben gerettet. Nur stark zu sein bringt nichts. Du brauchst auch gute Objekte. Und das bringt uns zu deiner nächsten Aufgabe. Bring mir eine Energiekapsel S. Ich bin mir sicher, wo du einen finden kannst. Oh ja, ich habe gehört, du musst den Mischladen benutzen. Ja, da kann ich dir keinen besseren Hinweis geben. Die kann man da auch kaufen. Ja. Du hast das Richtige gefunden, du bist unglaublich. Hier deine Belohnung. Das ist das Ergebnis meines Trainings. Ich dachte, das könnte dir helfen. Setze es im Kampf ein. Und eins noch, es gibt viele Objekte. Wähle das, was du zu deinem Kampfstil passt. Das habe ich doch schon lange, diese Seele, glaube ich. Ich schätze, wir können jetzt weiter trainieren. Und sie die Ohrenkombo von neulich auch gut. Ich sehe mir das mal an, nennst die Ohrenkombo als Finisher ein. Wenn du es richtig machst, bringe ich dir eine neue Fähigkeit bei. Okay, dann musst du erstmal ausrüsten. Jedoch genau und kann nicht abgewehrt werden. Ja. Das hat so eine schlitzende Disc auf sich. So an sich, meine ich. Streufeuerrückzug. Oh, den Angriff kenne ich, glaube ich. Den setzt Krillin immer ein. Wenn ich gegen ihn kämpfen muss. Dann war der so Key-Person auf einen, während er da hinten fliegt. Irgendwie sowas. Boah, Training dauert, glaube ich, nicht mal 10 Minuten. Oh Gott. Bam, Ohrenkombo. Oh ja. Sag doch, wird chillig hier. So. Ungefähr so. Boom. Sehr gut. Natürlich Set. Ja, das wird nicht 10 Minuten dauern, verdammt. Dann kann ich ja noch einen Meister suchen. Aber ich finde ich dann auch direkt einen Mann. Aber ich glaube, hier fehlt noch irgendwas. Ich noch jemanden irgendwann hier getroffen. Gut gemacht, du bist wirklich gut.
nicht gedacht, dass du die Ohren kommen und so einfach meisterst. Davon abgesehen sage ich dir etwas über die erlernte Fähigkeit. Ich werde noch eine Fähigkeit beibringen, den Streufeuerrückzug. Entschuldigung, du schießt Ki-Explosionen beim Rückspringen. So hältst du Abstand. Ich nehme weiter, bis du sie gut einsetzen kannst. Bis später. Ja. Endlich ist es soweit, das wird mein letztes Training für dich sein. Ich freue mich, aber gleichzeitig bin ich auch etwas traurig. Also gut, ich erkläre dir, worum es im letzten Training gehen wird. Du kennst gegen mich, wenn du gewinnst, bist du der neue Meister. Ich bringe dir eine neue Fähigkeit bei, die ich selbst erfunden habe. Eine Bedingung, schieße mit Destructions ab, die ich dir gezeigt habe. Greif mit voller Kraft an, meine Meisterehre steht auf dem Spiel. Ja. Ja. Bah. Ich will schon wieder umrüsten, Mann. Ja. So. Und los geht's. Mit Ketten Destructure Salve, was? Ich habe nur Destructure Dis, was zum Teufel? Hat er mir auch gar nicht beigebracht. What? Okay, ich schlitz dich nicht so hart auf. Oh, Mama. Ich hoffe nur, das war die richtige Attacke. Ich habe keine andere von dir da bekommen. Bams. Die hätte er schon so oft einsetzen können, ne? Gegen Freezer. Immer wenn er irgendwie die Sonnenattacke eingesetzt hat, hätte der locker einsetzen können. Hat er aber nie gemacht in der Story. Jedes Mal. Aber naja, gut gemacht, du hast gewonnen. Ha, du hast es geschafft. Ich hätte nicht gedacht, dass du meine Fähigkeiten schnell meisterst. Ach ja, ich sollte die Streukamera beibringen. Diese Kamera hat eine breite Streuung. Sie ist gut gegen Gruppen oder schnelle Gegner. Ich hatte viel Spaß mit dir, hat mich an Son Goku erinnert. Hoffentlich findest du dir, was du hier gelernt hast. Wäre noch viel stärker, das schuldest du mir. So, neuer Meister. Erstmal wieder meine... Wo ist es? Hier. Und die setzen wir mal ein, wenn ich heute zum Kampf komme noch. Ja, ich brauche entweder Freezer, Vegeta oder Son Gohan und Videl. Wahrscheinlich treffe ich keinen einzigen von denen. Gefunden! Ja, Freezer. Okay, dann soll es Freezer sein. Meinetwegen. Oh ja. Komm her. Von dir hat Ging sicher geredet. Ich bin Freezer. Du hast, okay. Du hast bestimmt schon mal von meinem Namen gehört. Ich suche kräftige Untergebene und habe von dir gehört. Ich bin hier, um dich zu rekrutieren. Hey, sieht aus, als wärst du nützlich, aber ich will nur die Starken. Ich will dich testen, um zu sehen, wie stark du bist. Du machst doch mit, oder? Ja. Ho, 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 du bist ja ziemlich clever. Schwache Untergebene nerven jedoch nur. Wir trainieren jetzt, damit ich dich testen kann. Wenn du Potenzial zeigst, darfst du beitreten und lernst deine Fähigkeit. Genug Rede. Wer weiß mir, dass du so gut wirst, wie Ginyu gesagt hat. Okay, man hat mir auch gesagt, nach Ginyus Training kann ich Freezer als Meister finden. Okay. Dann werde ich das Training hier beginnen und da der Part nur so ungefähr 10 Minuten geht bis jetzt, werde ich vielleicht Freezers Training, nachdem ich es abgeschlossen habe, also nachdem ich seine Beziehung auf 100 habe, und dann abschließen werde, direkt hier dranhängen. Wahrscheinlich. Mal schauen. Mal schauen, wie ich das handhabe. Ah. Ja, verdammt, ich wollte nur die Dings zeigen hier. Zieht ehrlich gesagt sehr viel ab, die Attacke. Todesstrahl. Also dieser Finger Strahl, ne?
Okay. Dann haben wir bis jetzt alles erledigt. Sieh an, du bist besser als ich erwartet habe. Du hast bestanden, dass mein Untergebener sei. Du hast Potenzial, ich werde dich persönlich trainieren. Hey, du sollst überrascht sein, du bist mein erster Schüler. Aber du musst stärker sein, bevor ich dich trainiere. Trainiere erstmal mit dem Todesschall, den du eben gelernt hast. Werde erst ein Krieger, der diese Fähigkeit beherrscht, gerecht wird. Ich setze große Hoffnung in dich und freue mich auf deinen nächsten Bericht. Okay, dann würde ich sagen, ich kann den Part jetzt hier beenden. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Dragon Ball Xenoverse bei Freezers Training. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge. Und da bin ich wieder bei Freezers Training. Ja, hat nur wenige Stunden gedauert. Einige Stunden später, nachdem ich jetzt hier Krillins Training abgeschlossen habe, sehen wir uns hier bei Freezer. Oh ja? Oh, du bist es. Guten Tag. Hast du den Todesschrat eingesetzt? Er ist so wunderbar. Ho, ho, ho. Du weißt bestimmt schon, dass unser Geschäft das Erobern einschließt. Manchmal müssen wir den Bewohner des Planeten bekämpfen. Ich will, dass du bei einem Gruppenkampf eine Invasion simulierst. Ich besiege Soldaten, die ich vorbereite. Das ist dein Training. Achso, ja. Sinkt deine Gesundheit zu tief, werde ich das als Niederlage. Wenn du das Training schaffst, lehre ich dich noch eine Fähigkeit. Kämpfe schlau. Oder zwei Stück. Boah. Okay, Freezer konnte man ja auch schon viel eher machen, glaube ich. Auf jeden Fall Ginyu schon. Das heißt, Freezer hätte man eigentlich auch schon früh machen können, glaube ich. Weiß ich nicht. So, dann mache ich mich mal platt. Oh, das sind doch mehrere. Ich habe übrigens eine neue Attacke drin. Den wütenden Schrei! Der tut meine Ki nämlich um einen erhöhen. Ich weiß gar nicht, ob ich da irgendwie näher dran sein muss an jemanden oder so, aber auf jeden Fall meine Ki doch sogar während des Super Saiyan Zustands erhöhen. Das ist nicht schlecht. Sehr gut. Wer kommt denn da noch? Komm her. Jawohl. Noch mehr, was? So, guck mal her, ich mache jetzt alle fertig. Mal. Boom. Dann kann ich meine Superzeitchenverwandlung noch länger aufrechterhalten. Gut, oder? Boom. Und frisst das! Jawohl. So, sehr schön. Der auch nicht lange dauern. Den Todescrasher. Kommt mir irgendwie bekannt vor, der Name. Welcher sehen? Ich glaube, es ist aus irgendeinem anderen Teil. Mal schauen. Wie war der Gruppenkampf? Hast dich gut geschlagen. Es scheint dir keine Probleme zu bereiten. Ich erkläre dir mal den Todescrasher, den du gerade erlernt hast. Du lädst deine Kraft auf und stürmst dann auf deinen Gegner zu. Ja, genau. Der Gegner wird einfach weggeweht. Das sieht toll aus. Geh den Todescrasher üben bis zum nächsten Training. Deine Kraft war beeindruckend. Als Soldat ist dein Talent vergeudet. Ich denke darüber nach, dir eine höhere Position zu geben. Ich erwarte, dass du den Ruhm meiner Armee vorantreibst. Oh ja? Jetzt willst du irgendwas. Du kommst zur rechten Zeit, ich wollte dich um etwas finden. Als mein Untergehener musst du zeigen, dass du vielseitig bist. Sammle dieses Mal Objekte für mich. Es gibt zwar Namensgruppen Regenerationsschwittler. Ich belohne dich, wenn du es herbringst. Oh ja? Jo. Du hast also einen Gruppenregenerationsschwittler gefunden. Ich gebe dir jetzt eine Belohnung. Es ist ein Objekt, das aus einem Gruppenregenerationsschwittler gemacht wird. Meine Güte, was für ein Wort. Du kannst vorteilhafte Objekte erstellen, indem du Zutaten mischt. Von Untergehener musst du dir erst merken. Ho, 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 bereite dich auf die das nächste Training vor, indem du stärker wirst. Puff, Kapsel. Ho, ho, wie fühlst du dich?
Ich habe daran gedacht, dir eine höhere Position zu geben, aber nutzlose Personen könnten Organisation nicht anführen. Ich werde dich testen, um zu sehen, ob du stark genug dafür bist. Diesmal sind drei Mitglieder des Genio-Kommandos da. Bata, Jeez und Genio, du bekämpfst die drei in einer Simulation. Erst gegen Bata, die anderen zwei stoßen später hinzu. Es sind die Elite-Kämpfer meiner Armee, also wünsche ich dir viel Glück. Beende das Training und du lernst eine Fähigkeit für einen Anführer. Und los. Herrscherzeichen, okay. Okay, ich muss diesen Crasher-Angriff einsetzen. Gut. Und ich glaube, doch, okay, mein. Eine Sekunde. Hallo, hallo, okay. Ja, mein Mikrofon schlägt nicht aus. Okay, Besuch vom Ginyu-Kommando. Kann gar nicht. Du arbeitest für Freezard, weißt du, ne? Der ist in nie im Leben langsamer als du. Wenn du so schnell bist, dann versuch mal, das hier auszuweichen. Lahme Kröte. Oh nein, hast du jetzt nicht. Oh. Rot, okay. Hier. Hier hast du rot. Ey. Boom. Wie jetzt? Rot. Nein. Wuff. Verdammt. Sehr gut. Lila und Tocke habe ich leider nicht. Aber Lila besteht ja auch aus Rot. Also hier. Bah. Und komm her. Jawohl. Als grüner Abschluss. Den hier. Danke. Und da verschwindet er einfach. Herrscherzeichen, was ist das? Das ist eine Verstärkung. Ne? Mal schauen. Wunderbar. Es ist zwar nur eine Simulation, aber du hast gewonnen. Ich habe mich entschieden. Ich mache dich zur Ehrengrade. Sei als mein Rechter an nützlich. Du lernst Fähigkeiten, wirst du. Die erlernten Fähigkeiten wirst du von deiner neuen Position brauchen. Wenn du einen Befehl teilst, sind deine Verbündeten stärker. Als Anführer musst du nicht nur kämpfen, sondern auch Befehle erteilen. Geh je nach Situation weiter damit um. Als Ehrengarde musst du ein Vorbild für meine Armee sein. Geh trainieren, ich freue mich drauf, wenn du stark wirst. Ho, ho, ho. Zeig mal. Nein. Hier. Oder. Da. Du kannst deinen Gefährten helfen, indem du die Taste hältst. Die Effekte des Moves sind je nach Spät jetzt unterschiedlich. Okay. Oh ja? Hör zu. Als Ehrengarde musst du mich bis zuletzt verteidigen. Du hast das Genio-Kommando besiegt, also bist du sehr stark. Das genügt nicht, du musst stärker werden. Dein nächstes Training wird dein letztes sein. Ich werde persönlich mit dir trainieren. Danach lehre ich dich meine allerbeste Fähigkeit. Ich dachte mir, dass du das als mein Schild brauchst. Gehen wir. Supernova. Meine Kraft ist 530.000, okay. Supernova ist aber ein Attack von Cooler. Freezer. Hallo? Nur so nebenbei. Todesball, das ist deine Attacke. Supernova ist von Cooler, das weiß ich.
Okay, gut. Mein Gott, wie wenig HP. Ich hatte Training mit Son Goku oder Bills denken, ne? Hey. Glaubt das einfach nicht. Vielleicht geht er ja in seine finale Form rüber. Glaube ich doch. Nixer, verdammt. Mal den grabben. Ist auch nicht viel stärker. So, ja. Und den hier. Oben. Super. Kamehameha. Ich meine perfektes Kamehameha. Yay. Sehr schön. Genau, zwei Meister. /3. Supernova, okay. Hoffe ich mal, dass ich den ersten Meister schon mal finde. Vegeta oder Son Gohan und Videl. Dann haben wir es bald. Ich hätte nicht vor, dir meine finale Form zu zeigen. Du kennst die Supernova, also kriegst du den zweiten Auftrag als Ehrengarde. Was, du gehst zurück zur Zeitpatrouille? Du willst gar nicht zu mir gehören? Wagst nicht Freezer zum Narren zu halten, oder willst du sterben? Was? Keine Ausreden. Es gibt jemanden, den du besiegen willst? Die verabscheuen Zwerten Son Goku und Vegeta? Gut, wenn du einen zweier Jin besiegst, verzeih ich dir deine Unverschämlichkeit. Aber du musst sie besiegen, verstanden? Okay. Dann suchen wir mal Vegeta oder Son Gohan und Videl. Dann sehen wir uns dann, wenn ich die gefunden habe. Ah, gelobt sei ich. Ah. Ich bin jetzt ohne Scheiß eine halbe Stunde lang immer hier Spiel beenden, Spiel starten gegangen. Und bin jetzt jedem Meister begegnet, außer die beiden und Vegeta. Ah, da kotzt mich so an. Ich wollte eigentlich nur 10 Minuten kurzer Training mit Freezer aufnehmen, ne? Und jetzt renne ich hier schon eine halbe Stunde herum. Meine Aufnahme ist 41 Minuten lang gerade. Anstatt 12, 13. So. Nani? Hallo, ich habe gehört, du kämpfst, um die Geschichte zu schützen. Mein Gott, Son Gohan, deine Stimme klang ganz schön anders. Ich bin Son Gohan. Schwanz hat mich gebeten, dein Lehrer zu sein. Kampf uns lernt man am besten beim Training. Ich helfe so gut ich kann. Warte, Son Gohan, davon habe ich noch nichts gehört. Du hast versprochen, mich zu trainieren und jetzt bevorzugst du den da? Also, diese Person hat eine wichtige Mission. Wir trainieren später. Oh, verstehe. Wichtige Mission. Gut. Da kann man wohl nichts machen. Videl, bist du sauer? Ich bin nicht sauer. Okay, gut. Also, was sagst du dazu, dass ich dein Lehrer bin? Ja. Ja. Okay, dann mal. Halt. Videl? Son Gohans Training ist kein Witz. Normale Leute schaffen es nicht. Ich teste dich, um zu sehen, ob du fit genug für Son Gohan bist. Ein Test ist nicht notwendig. Sei du still, Son Gohan. Okay. Legen wir los. Okay. Und auf einmal hast du kurze Haare. Obwohl, das ist ja nur ihr. Weil nicht Porträt. Oder das ist jetzt ein anderes Kostüm, sag ich mal. So. Gehen wir halt auch noch hinter uns. Dann kann ich mit Son Gohan und Videl hier Training voranbringen, endlich. Maka, Son Gohan. よし、それじゃ行くわよ。今更後悔しても遅いんだからね。うん。大丈夫かな。できるだけ手加減してあげてくださいね。ボフ。あの、しめかぶってサザータン。思ったよりやるじゃん。ボフ。ビデルさ、もうその辺で
Baue ich noch in den Klamotten. Was? Warum verschwinden meine Meisterhämmer von mir? Adlerkick, okay. Er ist von Videl, das weiß ich. Kenne ich noch einen Angriff aus Tenkaichi, glaube ich. Okay, sind wir endlich fertig. Du bist nicht schlecht. Ich bin sicher, du hältst zum Gohans Training aus. Machen wir es zusammen. Haha, ich bin froh, dass ihr beide jetzt Freunde seid. Und offenbar hast du auch eine neue Fähigkeit gelernt. Hä, wirklich? Das ist erstaunlich. Adlerkick, ich will, dass du diese Fähigkeit einsetzt, bis du sie meisterst. Danach setzen wir das Training fort. Also machen wir es gut. Okay, endlich. Oh mein Gott, der hat ewig gedauert. Na gut, dann würde ich sagen, ich beende die Party und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play. Falsches Projekt. Dragon Ball Xenoverse. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.